Voll geil. Erster Tag. Moped ist noch da. Traumhaftes Wetter. Bisschen Regen vielleicht zwischendurch angesagt, aber wir hauen uns mal auf die Piste, ein bisschen an die Küste und starten mal durch Richtung Süden. Also, los geht's. Wirf dich auf. Bereit? Ja, links fahren. Gute Fahrt. Links fahren. Puh. Warte mal, der hat schon Fehlermeldungen gemacht hier, deshalb schalte ich mal aus. Reminder für mich, Dämpfung und Preload-Adjuster-Fehler. 18 Grad. Fühlt sich nicht an wie 18 Grad, oder? Doch, mir ist kalt, kannst du sagen. Hallöchen. Wir haben hier ungefähr 14 Grad, mit unserer Kleidung passt so perfekt. Durch den ersten Regen sind wir einmal durchgedüst und jetzt geht's weiter. Hier war gerade die wunderschöne Aussicht mit See. Wir flitzen einfach so durchs Hinterland. Wunderschön hier. Echt gemütlich. Die Straße ist der Hammer und das dynamische Fahrwerk der KTM regiert hier alles. Aber bis 10 Uhr abends hat er hier offen, schau, bis 9 am Samstag und Sonntag. Boah, das ist cool. Echt gut zu wissen, dass der Supermarkt Montag bis Sonntag offen hat und dann sogar bis 9 sogar. You know, the world language number one, so. All the best, stay safe, bye. Und Action. Hallöchen. Wir haben hier diese gemütliche Pausestation gefunden. Kurz einen kleinen Snack zu uns genommen. Wurst, Käse, Brot und, sag's laut, Fingerbone. Egal. Genau, die verdammt geilste Zimtschnecke der Welt. Wirklich, also krasser Flavor. Der Zimt schmeckt viel krasser, der Teig schmeckt viel krasser und dann hat es noch eine mega krasse Zuckerglasur oben drauf. All die Ware. Bei uns geht's weiter nach Arglow. Bis gleich. Yes, hier ein paar Eindrücke aus Arglow. Wir fahren ganz gemütlich durch, schauen wir, was so ist. Wir haben es bis zur Kirche geschafft, aber leider das Tor versperrt. Angekommen! Hotel Reception geradeaus. Das sieht nach Reception aus, schau. Ja, Reception. Tschüssi. Angekommen. Tagesziel für heute erreicht. Oh, geil, wieder am Motorrad zu sitzen. Bereit, Schatz? Jeder von uns hat quasi eine Schicht Thermohose an. Unter der Motorradhose einmal Leder. Was sich ganz gut macht bisher, auch bei leichtem Regen, frisch imprägniert, hält perfekt. Also anständiger Regen, aber kurze Dauer, wenn du mit dem Moped unterwegs bist. Hier dann eine Schicht Thermohose. Hier oben aktuell eine Schicht langärmelig Thermoshirt. Spring auf. Ich habe darüber ein T-Shirt, darüber die Laminatjacke. Freundin hat jetzt eine Schicht langärmeliges Längsfahren. Genau, eine Schicht langärmliches Thermoshirt auf, dann eine Schicht Windbreaker und darüber die Lederjacke. Und ja, passt bisher auch. Wir glauben beide, der Windbreaker ist das Nonplusultra, um einfach ein bisschen aus der Kälte rauszunehmen. Bei mir war es gestern tatsächlich so, dass der Windbreaker auch zu warm war. Zeitweise sogar, weil halt diese Thermo-T-Shirt-Schicht plus diese Laminatjacke echt schön isoliert schon und du ja eh ein bisschen in Bewegung bist. Jetzt hat es 18 Grad sogar schon. Yeah, unsere erste Kiste hier geöffnet. Müssen wir auf jeden Fall reinschauen, was es zur Straße zu sagen gibt. Gibt es auf jeden Fall echt auch tolle Markierungen für den Behindertenplatz, dass man einfach schön sieht, wo er Platz braucht. Also Rollsplit gibt es verhältnismäßig oft. Sehr oft einfach so verteilt, im Sinne von Vorderkurve, in der Kurve, manchmal in der Mitte so aufgeschüttet, manchmal von der Seite. Und das andere, die Straßen sind hier echt geil, also es ist echt wie eine Achterbahn, es geht rauf, runter, es sind eine Art Steilwandkurven, so rechts rein, links rein. Wirklich ganz spezielles Fahren, macht wirklich super Lust. Der Asphalt allgemein grippt hart. Wenn du gerade keinen Rollsplit hast, grippt er wirklich hart. Deshalb, ich habe irgendwie die Vermutung, dass wenn ich nach Hause komme, ich einen neuen Hinterreifen brauche. Bin echt sehr gespannt, wie sich der schlägt. Jetzt mal rein in die Kirche. Kurze Kirchenitour abgeschlossen. Gerne hier ein paar Eindrücke.
Eigentlich eine ganz nette kleine Ortschaft, aber jetzt auch nicht die Magie, also auch nichts Besonderes. Irgendwie haben wir zwei Kirchen angeschaut, das Schloss hier, noch einen Friedhof. Wir sind durch die Stadt spaziert, sehr nett, sehr gemütlich, haben sehr coole Giftstores, nette Souvenirs. Das war's eigentlich schon. Jetzt sind wir wieder am Durchstarten. Und ja, der Regen kommt gefühlt alle 20 Minuten, bleibt 5 Minuten. Und geht wieder. Alles vollkommen erträglich. Hier in der Stadt übrigens echt vielleicht wichtig zu erwähnen, echt sehr viel Stau und sehr viel Verkehr. Wenn man so ein dickes Bike ist wie wir, ist es nicht, eigentlich nicht möglich vorbeizukommen. Die Fußgänger haben echt viel Platz, was echt toll ist. Aber für einen Mopedfahrer nicht. Ist das eine geile Aussicht? Yes! Mann, das sieht wirklich sehr geil aus, weil die Wolken da oben so dunkel sind. Wir waren bis jetzt in Wexford. Echt gemütliches Örtchen. Lecker irische Ramen-Nudeln gegessen. Just kidding. Nein, aber in dem Laden, der heißt Ramen. Und bei uns geht es nach Hause. Halbe Tagestour geschafft, aber Hauptsache gemütlich. Hey there! What country are you from? Austria, actually. Long distance, but great country. Enjoy. Thanks a lot. Es ist 22 Uhr. Wir sind gar nicht so weit gefahren, aber es war definitiv lange und weit. Aber die beiden Orte, die wir besucht haben, waren echt sehr gemütlich. Die Rückfahrt, leider, das sind doch 1,5 Stunden, die war jetzt echt lang. Und es hat 15 Grad beim Fahren, das heißt, es wird echt frisch. Soweit Resümee. Also die Iren, die sind sowas von freundlich. Wir hatten echt die Situation, da kommt einer, fährt auf die Landstraße raus, sieht uns, wir waren noch weit genug weg. Wir hätten bremsen können, er hätte beschleunigen können. Alles wäre in Ordnung gewesen. Aber nein, er ist wieder zurück reingefahren in die Ausfahrt. Unfassbar. Also echt unfassbar. Gibt es eigentlich bei uns gar nicht. Wir haben letztens im Schwarzwald eine Situation gehabt, hat uns einer geschnitten, ist direkt auf die Landstraße rausgefahren. Habe ich ihn später überholt. Er hat uns angehubt und uns den Vogel gedeutet. Ich glaube, das sind einfach kulturelle Unterschiede. Dementsprechend. Aber heute war trotzdem ein geiler Tag. Die Iren sind die nettesten Menschen, die es gibt und die höflichsten und die im Verkehr einfach wirklich unfassbar zuvorkommen fast schon. Hier im Hotel hält uns auch jeder die ganze Zeit die Tür auf, die warten. Auch wenn wir noch 10 Meter zu gehen haben, die warten und halten uns die Tür auf. So nette Menschen gibt es uns irgendwo. Und deshalb vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Man sieht sich. Morgen geht's weiter. Also vielleicht nächstes Mal quatschen. Hallihallöchen und einen wunderschönen guten Morgen. Bei uns geht es heute weiter mit dem Motorrad und ihr habt gerade gesehen, richtig übles Sauwetter. Gestern war eigentlich der schlechtere Tag, heute soll es eigentlich schon wieder besser sein. Aber dennoch Regen- und Gewitterwarnung, also wird übel. Wir fahren auf jeden Fall weiter Richtung Cork, was im Südosten eigentlich gelegen ist, würde ich mal sagen. Also wenn du von Dublin startest, im Süden. Wahrscheinlich verbringen wir dort 2 Nächte und starten dann von dort auf den North Atlantic Way. Was ziemlich genial wird. Drückt uns mal die Daumen für eine weniger regenvolle Fahrt. Ich hätte nämlich auch richtig Bock, mal wieder die Drohne zu starten, aber bisher wäre das immer so ein bisschen russisch Roulette, ob das Gewitter vielleicht kommt, wenn die Drohne gerade in der Luft ist. Bei uns geht's los. Gestern übrigens genau Regenpause hier. Bücher lesen, chillen, hier gibt es eine gemütliche Lounge, bisschen im Restaurant essen, gern hier so ein Eindruck, also wirklich super gemütliches Lokal und super gemütliches Hotel hier. Und sind ein bisschen spaziert. Hier ist ein riesen Golfplatz. Das heißt, sind über den riesen Golfplatz spaziert, haben diesen Hirsch hier gesehen. Also einfach ein bisschen Seele baumeln lassen, ein bisschen Urlaub, ein bisschen nichts tun. Und Halleluja. Bald geht's weiter. Tschüss. Die Iren sind wirklich ein verrücktes Volk. Wie man hier sieht, die gehen einfach Golf spielen, obwohl draußen der totale Weltuntergang unter Anführungszeichen herrscht. Kein normaler Mensch aus Mitteleuropa würde bei diesem Regen rausgehen, freiwillig. Dementsprechend, sie gehen einfach klassisch Golf spielen. Traumwetter, würde ich sagen. Ciao. Dementsprechend ein herzliches Hallo an Tag 5. Am besten Visier zumachen, wenn es nie reinregnet, bleibt es trocken und du siehst gut.
So, drei Sachen, die ich kurz erzählen muss. Erstens, die Iren haben es nicht so mit Tagfahrlicht. Definitiv, also auch wenn es pisst, auch wenn es dunkel ist, sie haben nicht unbedingt Licht an. Wahrscheinlich gibt es einfach kein Gesetz diesbezüglich. Nummer zwei, die Windböen sind schon ziemlich abartig. Also schön den Lenker festhalten. Und Nummer drei, Kalimoto habe ich gebeten, den nächsten Tankstopp hinzuzufügen. Er hat gesagt, in 130 Kilometer hat er den nächsten Tankstopp hinzugefügt. Wir hatten noch 30 Kilometer. Und hier ist die Tankstelle in 10 Kilometer Entfernung, also direkt auf der Route auch. Ich weiß nicht, was mit diesem Programm falsch ist, aber irgendwas ist gravierend falsch, permanent. Weiter geht's. Gute Fahrt also. Optimalo. Dohead 3 Motorcycles. Nachdem Irina keine Schulterprotektoren mehr hat, ist das die Hoffnung, dass wir vielleicht welche bekommen, die passen. Ansonsten bisher 120 Kilometer Regen. Hardcore. Es geht also doch durchgehend. Und jetzt an der Küste entlang nach Cork. Ciao. Perfekt. Der Regen beginnt. Wir haben hier Schulterprotektoren für den besten Sozius der Welt gefunden. Und bei uns geht's weiter nach Cork. Der Regen kommt, also auf geht's. Alles klar, dauert aber noch kurz. Motorrad. Manchmal mag das Motorrad nicht den Schlüssel erkennen. Ich habe schon die Sorge, dass wir irgendwann nicht fahren können. Erkenne den Schlüssel. Ja. Bereit? Alles gut. Boah, du bist ja athletisch unterwegs. Was mir noch aufgefallen ist, erstens, Iren fahren immer 100% Commitment. Bedeutet, wenn da steht 80 km/h, dann fährt er auf seiner Landstraße auch 80 km/h. Bedeutet, auch wenn da kurz eine strichlierte Linie ist, man muss vorausplanen, dass der aus der anderen Kurve kommt. Die kommen dort mit 80 wieder aus der nächsten Kurve raus und das ist echt saumäßig schnell, dass die auftauchen. Also bei uns würde man annehmen, da fährt ein typischer Europäer irgendwo so 45, 55 wegen der Kurve. Ich sage auch immer, die Schweizer sind gute Autofahrer, Österreicher tendenziell auch eher. Fahren auf Bergstraßen auch wirklich das Tempo, was dort erlaubt ist. Genau so sind halt die hier, die fahren halt auch wirklich zügig. Das zweite, echt spannend, also das Gras ist nicht nass. Das hat mich wirklich beschäftigt. Also ich habe überlegt, wegen Gore-Tex-Schuhe, ja, nein, vielleicht. Und habe mich für nicht entschieden, weil ich schwitze in den Schuhen auch wirklich. Und gestern sind wir spaziert, es hat da vorgeschüttet, es hat da nachgeschüttet. In der Nähe des Golfplatzes und das Gras war pufftrocken. Und genau so auch hier mit der Straße. Die Straße ist jetzt auch pufftrocken und es hat vor 5 Minuten geregnet und es wird in 5 Minuten wieder regnen. Und zwar, die Ursache ist der Wind. Der Wind macht das Ganze wirklich super schnell trocknend und dementsprechend hat man hier immer super schnell wieder einen trockenen Untergrund. Was wirklich geil ist. Heißt natürlich trotzdem nicht, wenn man so durch eine Talstraße fährt, wo irgendwie viele Bäume über einem sind und wir haben es heute gesehen, da ist auch so dieser Blüten. Diese Blütenreste, die dann liegen, die ja extrem schmierig sind oft auch, passt es dort auch auf. Dort ist es natürlich feucht und schmierig. Und dort trocknet es auch nicht so schnell, weil da kein Wind rankommt und da Bäume und alles windgeschützt ist. Genau, natürlich auch im Hintergrund haben. So sieht's aus. Wir haben noch knapp 70 Kilometer zur Unterkunft. Und es ist gerade ein wunderschöner Aussichtspunkt hier. Also dann, später. Geht doch schön, Hase. Nur Eiweißfutter und schön pumpen gehen. Schau mal, Dave Long Coach Travel. Na, das ist eine Domain. Leighton in. Verdammt windig, wir haben es geschafft. Clark, Clark, Cork, Cork, Corktown. Also was ich bisher überall sehr toll finde, es gibt einfach Snackautomaten oder zumindest ein Cola oder Chips. Oder ähnliches, eigentlich relativ preiswert bekommen kannst. Also Cola war 2,50, Chip war 1,70, ist auf jeden Fall okay.